der Bootsstein. Willst du einen Griff beim Sprinten versuchen? Komm mal wieder. Ich glaube, jemand wird dieses Kind jemals besiegen. Du willst es also auch versuchen? Hey, versuch's mal. Na gut. Willst du einen Griff beim Sprinten versuchen? Aus einer Klärung? Okay, das hat mich dreimal im Kreis durch das ganze Stadt. Wenn er das Rad abgeschossen hat, kannst du bitte. Während das wieder ein Haus betreten kann, die Stadt verlassen. Möchtest du eine genaue Erklärung des Kursverlaufes? Ja. Ich werde dich abhören. Pass gut auf. Das Rennen beginnt bei dieser kleinen Linie aus der Mitte der Stadt. Zuerst geht's hoch auf die Hauptstraße. Das muss ich mir jetzt gut merken. Laufe danach westlich, aber halte dich am nördlichen Stadtrand. Also diesen Platz herum, wende dich nach vorne, sobald du diese Sackgasse siehst. Okay, eigentlich easy. Laufe danach südlich. Ah, dann treffen die erste Treppe runter. Und dann wieder zurück. An dem Laden vorbei. Also die Techtelmechtel. Wieder hoch. Dann kommst du zurück auf die Hauptstraße. Aber halte dich diesmal südlich. Also unten den Platz herum. Oh, war schon kompliziert. Dann einfach wieder. Bis zu dieser gelben Linie laufen. Das ist eine gute Übung. Wenn du den Kurs verlässt, wirst du disqualifiziert. Willst du ihn noch erklären? Nö. Lass uns anfangen. Nur starten, hier geht's nicht. Lass uns anfangen. 2, 1, verdammt, ich finde das Timing einfach nicht. Komm schon, ich habe nicht mehr viel Zeit. Verdammt! Verdammt! Hab ich es? Ist das unsere zweite Version mit einem riesen Vorsprung dabei? Einen Kuss habe ich noch im Kopf? Nein, habe ich nicht. Uff. Der hat mich abgehängt. Nein, warum? Warum bist du doof? Deine Gegensätze sind doof. Leider schon. Nochmal
Ach, das war's auch schon fast. Los. Yes. Ist mein geschafftes Zwerg. Speichert. Also, vielleicht noch eins. Schöne Glück, bis nächste Woche, Leute.